Oh,
Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Liebe Gemeinde, heute am ersten Advent, am Beginn des neuen Kirchenjahres. Endlich wieder Glühwein, Mandelduft und Lichterglanz. So die Werbung für unsere Weihnachtsmärkte. Allerdings auch mit Abstand und mit 2G-Regeln und in manchen Garagen wegen den privaten Glühweinempfehlungen. In Sachsen übersetzt man, wie ich gehört habe, 2G mit Gena Bild. Keiner kommt. Und wir sollen uns auf die besinnlichste aller Zeiten, so die ARD, freuen. Aber Kerzenschein und Gemütlichkeit werden von der vierten Welle überrollt und drohen durch eine neue Corona-Mutante zunichte gemacht zu werden. Der Radiomoderator heute Morgen versucht ein bisschen Hoffnung zu machen. Ginge die Pandemie nach dem griechischen Alphabet zu Ende, so sagt er, dann sind wir ja jetzt schon ziemlich weit, nämlich beim 15. Buchstaben. Statt Adventslust, nun Adventslust, liebe Gemeinde. Nun ja, wir versuchen das Beste daraus zu machen und ich freue mich heute Morgen mit Ihnen, mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu feiern. Wir kommen und können immer noch zusammenkommen. Ich freue mich an den Kerzen, am Tannenduft. Aber ich stelle mir auch die Frage, was hilft mir, was hilft uns in dieser von Corona geplagten, trostlosen Zeit? Und da muss ich sagen, kommt die Adventskantate, die Peter Müller für diesen ersten Advent herausgesucht hat, irgendwie passend. Wie können wir denn den Advent Gottes in unserem Leben erfahren? Und ich meine, das, was wir machen können, ist, wir können um diesen Advent Gottes in unserem Leben beten. Aber vielleicht sind wir auch unsicher, was das bedeuten kann, wenn Gott in unserem Leben ankommt. Vielleicht fehlt er uns auch gar nicht. Wir leben einfach so weiter und sehen uns nach der Zeit vor Corona zurück. Gott ist nicht unbedingt entscheidend und sein fehlender Advent scheint für unser Leben auch keine Katastrophe zu sein. Vielleicht ergeht es uns auch so. Ich habe so lange nicht mehr gebetet, sagt eine Frau. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das macht. Und wird Gott denn wollen, dass ich jetzt, wo es mir so schlecht geht, wieder damit anfange? Echte und große Not spricht aus den Worten dieser Patientin im Krankenhaus. Sie möchte so gerne Gott sagen, was sie beschäftigt und Trost, Ermutigung und Halt bei ihm finden. Aber sie schämt sich. Denn solange es ihr gut ging, hat sie Gott um das Gebet, das sie im Leben verdrängt. Jetzt hätte sie Gottes Hilfe so nötig und da bringt sie nicht mehr heraus als einfach nur, ach Gott. 2 Worte, ein Seufzer und doch ein Gebet. Ach Gott, es kommt ja nicht auf viele Worte oder die richtige Grammatik an, sondern auf unser Gebet vom Herzen kommt. Ich möchte heute Morgen auf die Adventskantate eingehen und nicht auf den Predigtext, der uns sagt, siehe, es kommt eine andere Zeit, sondern ich möchte sagen, wir können lernen mit den Psalmen, den alten Gebetsliedern Israels, um den Advent Gottes in unserem Leben und in unserer Gemeinde zu beten. Die 150 Psalmen der Bibel und noch ein paar an anderen Stellen der Bibel, diese alten Lieder und Gebete sind ja Weltliteratur und erstaunlicherweise halten sie bis heute Worte für uns bereit, mit denen wir beten lernen können. Und damit meine ich
Wir lernen durch die Psalmen und bei ihnen offen und ehrlich vor Gott zu treten, so wie es uns aus dem Herzen kommt, zu ihm zu sprechen. Und wir haben es gehört, dieses andrängende Beten: Gott, warum tust du nichts? Du warst doch früher hier, oder? Hast du uns verlassen? Haben wir uns das nur eingebildet, dass du da bist? Warum fühlen wir jetzt nichts von deiner Macht? Warum erleben wir es nicht mehr? Gott, greif doch ein, denn ich bin arm und elend. Mein Leben ist zerbrochen, meine Hoffnung erloschen. Greif doch ein. Wende dich uns wieder zu. Wir hören in dem Psalm so ein andrängendes und anklagendes Warten. Ja, und genau dieses schmerzliche Warten, Klagen und Anklagen, das gehört in die Adventszeit. Sich bei Gott, über Gott zu beschweren, das mag unseren adventlichen Erwartungen zunächst widersprechen. So dringlich reden wir wohl nicht mehr zu und vor Gott. Und vielleicht beginnen wir aber wieder mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und wenn es erstmal nur diese zwei Worte sind, ach Gott, das reicht aus. Die Psalmen, die in der Kantate verwendet werden, sind in Teilsätzen und Versen zitiert, unterschiedlich miteinander kombiniert und verbunden. Die Musik unterstreicht den klagenden, andringenden Charakter. Der Gesang lässt uns das Rufen nach Gott verspüren. Psalm 80, Herr Zebaoth, stelle uns wieder her. So lässt sich dieser Psalm überschreiben. Gott Zebaoth, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Angesicht, so genesen wir. Das ist der Refrain, der Kehrvers in diesem Psalm. Er bittet um die Wiederherstellung des Volkes, um den Schutz des Weinstocks, der zerstört ist. Die Menschen sind angefochten und dennoch wenden sie sich an Gott und hoffen auf ihn. Lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Psalm 85, er erinnert Gott daran, dass er vormals, also in früheren Zeiten, vergeben hat, eingegriffen und geheilt hat. Da ist ein ganzes Volk vor Gott schuldig geworden. Niemand ist ausgenommen von der Verantwortung. Den ganzen Psalm ist von dir und uns die Rede. Hier ist eine Gemeinschaft vor Gott und gemeinsam wird auch das Versagen bekannt, ohne dass jemand zum Sündenbock gemacht wird, ohne dass anderen die Schuld in die Schuhe geschoben wird, um sich selbst reinzuwaschen. Und auch die Worte dieses 85. Psalms, die können uns heute Wichtiges sagen, nämlich sie mahnen zur Gemeinschaft und zum Zusammenhalten. Gerade bei den Problemen der Gegenwart, dem Impfstreit, der zu spalten droht, der Corona-Politik, die auch nicht perfekt ist, aber auch wenn wir an die Klimakrise oder die Ungerechtigkeiten der internationalen Wirtschaftsordnung denken. Nur gemeinsam kann dann auch der Segen erfahren werden, dass sich Güte und Treue begegnen, Gerechtigkeit und Friede küssen. Und der 102. Psalm in dieser Kantate ist ein Klagelied eines Einzelnen, eines Verlassenen, von Ängsten und Krankheit geplagten. Ich klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Ein unglücklicher Mensch schüttet hier sein Herz vor Gott aus. Aber dann wandelt sich das Gebet zu einer Hymne. Du aber, Herr, du thronst für immer und ewig. Dein Name dauert von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist eine Beobachtung, die die Exegeten und Betrachter der Psalmen gemacht haben. Ein kleines Wörtchen tritt in diesen Gebeten auf. Ein kleines Aber. Es zeigt eine Wende an. Wodurch ist sie ausgelöst worden? Wir wissen es nicht. Da kann ein Zuspruch erfolgt sein, ein tröstender Mensch in der Nähe. Eine andere Perspektive hat sich bei diesen Beten geöffnet. Der 102. Psalm ist der fünfte
der altkirchlichen Bußzeiten. Advent, wir sagen Zeit der Besinnung. Es ist eigentlich Zeit der Umkehr, des tieferen Hineinhörens. Wie sieht es aus zwischen mir und Gott und zwischen mir und den Menschen? Interessant ist, und ich weiß nicht, ob das in der Kantate beabsichtigt ist, es werden eben gerade die Verse zitiert, die in das Neue Testament hineinreichen, in den zweiten Teil unserer Bibel. Da ist von Jesus die Rede im Hebräerbrief und da wird Psalm 102 zitiert: Du, Herr, hast vor Zeiten der Erde Grund gelegt, die Himmel sind das Werk deiner Hände. Der menschgewordene Gottessohn ist der Ewige, der war und der ist und der zu uns kommt. Er wird sich um die Menschen aller Zeiten kümmern. Und so mündet die Kantatenkomposition am Ende schließlich in den 24. Psalm ein. Nämlich ihm, den Ewigen, der uns nicht vergessen hat, die Türen und Toren weit aufzumachen. Und dieser Psalm 24 hat so eine ganz andere Sprache als die anderen Psalmen. Da finden wir nicht die Sprache der verzweifelten Herzen, die um das Nahsein Gottes ringen, sondern ganz feierliche Worte. Feierlich wird Gott angekündigt, in seiner Majestät und seinem Glanz. Und es wird dazu aufgefordert: Macht die Tore weit hoch. Hebt euch nach oben. Nicht groß genug kann dieser Herr gedacht werden, dieser König. Er sprengt alle Maßstäbe. Die Tore weiten sich über den Tempel, über die Stadt, ja über den ganzen Erdkreis hinaus. Macht hoch die Tür. Die Tour macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Vielleicht ist es gut jetzt am Anfang des Kirchenjahres, dass wir uns an diese Größe Gottes erinnern. Gerade jetzt, auch in der Vorweihnachtszeit, denn sie steht ja eben in der Gefahr, von allem Möglichen überdeckt zu werden, den großen Gott zu verniedlichen mit Zuckerguss und allerlei Traditionen. Vielleicht jammern wir dann eher noch über die fehlenden Geschenke dieses Jahr. Anstatt dieses große Geschenk zu bestaunen, das große Wunder, dass dieser Gott, den die ganze Erde gehört, sich klein macht und dass er sich in der Geburt des Kindes in der Krippe und am Mann am Kreuz in Jesus unseren Verhältnissen einpasst, um uns zurechtzubringen und uns weit zu machen. Ja, wenn wir merken, dass uns der Advent fehlt, wenn wir merken, dass wir arm und elend sind, dass uns Gottes Nähe fehlt, dann ist das ein Anfang. Wir brauchen nichts zu beschönigen. Ach Gott, sieh doch. Wir können ganz offen um den Advent Gottes in unserem Leben gehen. Die Psalmen bringen es auf den Punkt. Gott, schaue auf mich, siehe mich. Nicht meine Wünsche, meine Erwartungen sind wichtig, sondern dass du, Gott, mich siehst. Und wichtiger, als dass ich Gott sehe, ist, dass Gott mich sieht. Das widerspricht nicht, dass ich ihm meine Herzenswünsche sage und ausschütte. Oder dass ich um Gottes Eingreifen bitte oder um Frieden in der Familie. Aber Gott, bitte sie nicht an. Dieses Gebet bleibt nicht unbeantwortet. Es blieb und es bleibt nicht unbeantwortet. Und das ist es ja, was wir bald feiern, dass Gott die ganze Welt ansieht. Wir sind bereits in der Erwartung auf die Ankunft des Geschenkes Gottes an uns. Er schenkt sich selber. Der Geber wird zur Gabe. Und der Schenkende verschenkt sich. Noch einmal, das ist es, was wir letztlich nötig haben, dass Gott dich und mich ansieht und dass er sein Angesicht leuchten lässt. Leuchten über dir und über mir und uns gnädig ist. Wir haben nötig, dass der Herr sein Angesicht hebt über uns und uns Frieden gibt. Und dann auch mein Wagen, mein anklagendes oder schmerzliches Wagen sieht. Durch seinen Blick auf uns sind wir gesegnet und behütet. Und das ist es wert, in dieser Zeit auf ihn zu hoffen, auf ihn zu warten. Lass dein Angesicht leuchten, dann sind wir gerettet. Und dazu sagen wir Amen.
der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Ja, für die musizierenden Einläuter Engel zur Sterbehütte da. Vielen, vielen Dank für die Aufführung dieser Adventskantate.